Was geht, Freunde? Willkommen zu einem neuen Oberliga-Video. Wir sind ja letzte Woche in die Aufstiegsrunde reingestartet mit einem 3:0-Sieg in Schermbeck und heute wollten wir daran anknüpfen im Heimspiel gegen Kahn Marienborn. Hier nochmal die Tabelle, es ist wirklich sehr, sehr knapp und unfassbar wichtig für uns, hier am besten 3 Punkte zu holen. Deswegen, das ist unsere Startaufstellung. Bruno ist im Tor. Von links nach rechts spielen wir mit Shu, Esser, Jeff und Timon. Dann spielen Nico und Nils auf 6 und 8. Davor spielt Berko und rechts Umut, links Emre, ich bin vorne drin. Ich würde sagen, Freunde, wir spielen in grün-weiß wie immer zu Hause und wir starten rein ins Spiel. Let's go. Es waren auf jeden Fall perfekte Bedingungen, Freunde. Wir stoßen jetzt hier in grün-weiß an und es waren richtig viele Zuschauer da und wir haben uns einiges vorgenommen. Tabellarisch braucht man, glaube ich, nichts zu sagen. Es ist ein absolutes Spitzenspiel. Hier kommen wir direkt das erste Mal offensiv zum Zug und Emre, der ja im letzten Spiel 2 Butzen gemacht hat, kommt jetzt hier zum Abschluss und verzieht das Ding leicht übers Tor. Wenn der aufs Tor kommt, sage ich, wird es richtig gefährlich. Aber auf dem Rasen ist es sehr, sehr hoppelig. Sieht man auch später bei einer Aktion von mir nochmal, wo der Ball verspringt. Passiert. Es waren auf jeden Fall viele Zuschauer da. Ich glaube, 1.400 oder 1.500 für eine Oberliga-Partie. Auf jeden Fall sehr, sehr viel. Kahn Marienborn kommt jetzt hier mit dem Chipball das erste Mal nach vorne. Und Jeff macht es aber Weltklasse und holt hier sogar einen Abstoß raus. Also richtig gut verteidigt. Zur Verteidigung muss man sagen, echt in den letzten Spielen unfassbar viel wegverteidigt. Sowohl Bruno als auch die Verteidigung haben uns da auf jeden Fall oft die Spiele geholt. Und hier will ich den Ball auf Emre durchstecken. Der ist aber ein bisschen zu weit. Und ja, ich sag's immer wieder, wenn Emre den Ball nicht bekommt, dann hätte ihn, glaube ich, keiner bei uns aus der Mannschaft bekommen. Wir kommen jetzt hier das nächste Mal nach vorne und zwar mit Nico, der jetzt hier mich in Szene setzen will. Der erste Kontakt ist auch gut von mir, wäre, glaube ich, gefährlich geworden. Allerdings, zack, ich habe ein Standbild eingefügt. Es ist abseits knapp, aber hat der Schiri gut gesehen. Glaube ich, brauche ich auch keine Linie einfügen. Anders ist es jetzt hier bei Kahn. Jetzt kommt gleich nämlich der Ball und es ist kein Abseits und der ist zum Glück ein bisschen zu lang, sonst wäre er direkt vorm Torwart gewesen und bringt jetzt hier den Ball in die Mitte. Berko kann den aber gezielt abblocken zur Ecke und somit ist die Situation nicht gefährlicher geworden. Umut setzt sich hier super durch und bringt den Ball auf mich und das ist die Aktion, die ich eben meinte. Der Ball ist einfach versprungen. Hier will ich schießen und kurz vorm Schießen hoppelt der kurz hoch und dann kommt das dabei raus. Nämlich aus dem Stadion geschossen, den Ball. Egal, aber man sieht es auch jetzt hier an der Körpersprache. Wir waren auf jeden Fall sehr motiviert und haben uns einiges vorgenommen. Und Berko legt jetzt hier den Ball auf Nils raus. Und Nils, der alte Linksfuß, schafft es leider nicht, den Ball hier vors Tor zu bringen. Haben wir uns später darüber unterhalten. War echt, also es ist echt super schwierig mit dem vermeintlich schwächeren Fuß. Und über die Aktion ärgere ich mich bis heute, Freunde. Ich bin quasi schon durch und lege mir jetzt hier den Ball zu weit vor. Auf einem stumpfen Platz ist absolut keine Entschuldigung. Absolut ärgerlich und kacke. Direkt danach wurde es aber gefährlich und zwar bringt Nico den Eckball rein. Ich komme jetzt hier zum Abschluss und Tim und der Torwart kann den verdeckten Schuss gut halten, also echt richtig stark. Und Kahn kommt jetzt hier nach vorne und setzt sich durch ihren Stürmer richtig gut durch. Aber auch hier muss ich sagen, Jeff und Esser verteidigen das jetzt hier Weltklasse, helfen sich gegenseitig, haben jetzt hier den Ballgewinn. Und Esser bringt den Ball gezielt auf Emre nach vorne. Richtig stark. Es steht 0:0 zur Halbzeit. Aus unserer Sicht ein bisschen ärgerlich, wenn man sich die Chancen anguckt und auch meine Aktion, wo ich frei auf den Torwart zulaufe und den Ball verstolper, also echt scheiße, sowas darf in so einem Spiel nicht passieren. Egal, Kopf hoch in die zweite Halbzeit und da wird es echt gefährlich. Bruno muss hier zwar nicht eingreifen, aber ja, ein Kahn-Spieler kommt frei zum Kopfball. Unsere erste Aktion in der zweiten Halbzeit ist diese, wo ich auf Nils durchstecken will und auch hier ist es leider abseits. Ich habe jetzt noch nicht mal eine Zeitlupe eingefügt, weil es wirklich offensichtlich war. Timon schlägt jetzt gleich den Ball lang und dann ist Emre quasi durch bzw. schneller als sein Gegenspieler und gleich kommt eine Aktion, Freunde, über die wir auf jeden Fall diskutieren können. Und zwar setzt er sich jetzt hier gut gegen seinen Gegenspieler durch. Und jetzt, Freunde, muss es Elfmeter geben. Rechts unten steht der Linienrichter, links steht der Schiri und der räumt den komplett ab. Also ich habe es in ein paar Videos zuvor schon mal gesagt, es wird echt wenig Elfer bei uns in der Liga geben, aber wie sowas nicht erkannt werden kann, ist mir wirklich ein Rätsel. Jeff erobert jetzt hier super den Ball, steckt ihn auf mich durch, ein super langer Ball und ich kann ihn über den Torwart heben. Es steht 1:0. Wie wichtig bitte in diesem Spiel auch, dass wir das Tor machen. In dieser Phase richtig stark. Torwart kommt raus, verschätzt sich. Ich glaube auch, weil der Platz so stumpf war. Wenn der Platz gewässert gewesen wäre, wäre der Ball auf jeden Fall zu weit gewesen. Egal, ich habe mich mega gefreut, in so einem wichtigen Spiel natürlich zu treffen. Umso wichtiger, jetzt fokussiert zu bleiben und das Ding nach Hause zu fahren. Die Chancen waren jetzt auf jeden Fall da. Ihr seht's. Ich setze mich jetzt wieder durch, bin quasi durch und will auf Emre querlegen.
Der kommt aber nicht so richtig an Ball. Ich muss auch sagen, ein bisschen schlecht von mir gespielt. Den hätte ich ein bisschen weiter zurücklegen können. Wäre Emre noch besser dran gekommen. Auf jeden Fall kommt jetzt der nächste Freistoß für Kahn. Und Bruno verschätzt sich hier leicht, beziehungsweise wird es aber auch nicht wirklich gefährlich. Und Nico erkennt jetzt hier, dass ich durch bin, spielt mich an. Und jetzt gleich bin ich im 1 gegen 1 gegen den Verteidiger. Warte kurz, leg mir dann den Ball vorbei und will jetzt auf Berko spielen. Und Berko weiß nicht so richtig, was er mit dem Ball anfangen soll. Mit dem Rücken zum Tor ist auch keiner wirklich frei. Nico steht am 16er, seht ihr gleich. Hier nochmal mein 1 gegen 1. Berko hätte den Ball nach hinten ablegen können, aber auch wie schwer und wie schnell muss Berko das erkennen? Also fast unmöglich, finde ich. Auf jeden Fall kann Kahn den Ball klären. Und das Spiel ist jetzt für mich vorbei. Ich werde ausgewechselt und Dennis Lerche kommt rein und soll hier den Sack zumachen. Genauso ist es nämlich leider nicht. Und zwar kommt der Ball jetzt in der 92. Minute rein. Und Kahn macht das 1:1. Das ärgerliche, Freunde, wir sehen es gleich nochmal in der Entstehung. Es ist absolut kein Einwurf für Kahn. Und der Schiedsrichter und Linienrichter stehen wieder direkt davor. Ihr seht es gleich auch unten an meiner Reaktion. Das ist nämlich die Aktion. Der Verteidiger spielt ganz klar mit seiner Schulter den Ball ins Aus. Und ich ärgere mich hier unten auch total. Jetzt nochmal in der Zeitlupe. Ich finde auch nicht mal, dass es schwierig ist zu erkennen, sondern das muss ein Schiedsrichter und ein Linienrichter erkennen. Auf jeden Fall resultiert aus dem Einwurf das Tor. Hier kommt Kahn nochmal durch einen Freistoß, der aber an die Latte geht. Und ja, jetzt muss ich sagen, pfeift der Schiri mit dieser Aktion das Spiel ab. Und was ein Auf und Ab. Wir können hier führen, wir können auch mit mehreren Toren führen. Und jetzt zum Schluss wurde es nochmal knapp, dass wir wirklich um eine Niederlage zittern mussten, wenn dieser Freischuss hier noch präziser geschossen wird. Absolut ärgerlich nach dem Spiel, dass es 1:1 steht. Wir hätten vorne mehr Tore machen können. Das Tor, muss ich sagen, in der Entstehung echt ärgerlich mit dem Einwurf. So ist es, Freunde. Das Schwitzenspiel bei uns zu Hause geht 1:1 aus. Und ja, oben in der Tabelle bleibt es auf jeden Fall spannend. Wir müssen nächste Woche nach Rhinern, diesen einen Platz hinter uns, also auch ein absolutes Topspiel. Habe ich euch in der letzten Folge gesagt, die Aufstiegsrunde hat jetzt nur noch solche Spiele, wo es wirklich um alles geht. Also für euch als Zuschauer richtig geil. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche beim nächsten Spiel. Wenn euch das Video gefällt und das Format, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten bleibt sportlich und gesund. Haut rein. Ciao, ciao.